Oh Mann, sind Zahnarztwartezimmer nicht toll? Oh, hier gibt's sogar bunte Holzperlen auf einem Draht. Guck doch mal, wie die kullern. SpongeBob, mach mal halblang, ja? Hier ist es schon angsteinflößend genug. Da musst du nicht auch noch dem Perlenwahnsinn verfallen. Das war Robbie van Zahn mit seinem eindringlichen Song Bohrende Gedanken. Und als nächstes hören wir Gladys Crusell mit ihrer Ballade Aus deinem Mund. Patrick Star, wir wären jetzt bereit für Sie. Ach, jetzt komm schon mit. Jetzt macht der Doktor dein Aua weg. Setzen Sie sich. Dr. Banal wird gleich für Sie da sein. Agnes, sei so gut und mach das Radio aus. Ich bin Dr. Bernhard Banal. Sie müssen Patrick Star sein. Welche Beschwerden haben Sie denn? Ich hab keine. Ich wollte gerade gehen. Nein, Patrick, sitz. So ist es brav. So, ich sehe mir jetzt Ihren Mund an. Weit öffnen, bitte. Ich sehe das Problem. Ihr Freund hat noch einen letzten Milchzahn im Mund. Ich will auch sehen. Gucci Ich hab noch einen Milchzahn, wie süß. Ja, genau. Und der Schmerz kommt davon, dass ein Zahn des Erwachsenengebisses den Milchzahn verdrängen will. Oh, das ist unfair. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Wenn Sie möchten, dass der Schmerz verschwindet, muss der Milchzahn gezogen werden. Sie lassen meinen Milchzahn gefälligst in Ruhe, Sie Monster! Warte, komm zurück! Oh nein, die Würmer! Nicht gesucht. Das war's dann wohl. Pipsi, Pipsi, schämt euch! Dafür müsst ihr jetzt wieder an die Leine! Auch wenn du deine Würmer zurückgerufen hast, komme ich nicht runter. Patrick, die gehören mir nicht. Ach ja, und das soll ich glauben? Ach, pass auf, ich zeig dir jetzt mal was. Was ist das? Das ist ein Fotoalbum von meinen Milchzähnen. Das war ein süßer. Ich erinnere mich noch an jeden Zahn. Auch wenn ich sie nicht mehr im Mund habe, ist die Erinnerung an sie noch in meinem Herzen. Ich hab gedacht, du hast sie in dem Fotoalbum. Mal ehrlich, glaubst du nicht, dass dein Milchzahn zu seinen Freunden auf der Zahninsel will? Hör nicht auf ihn! Ich hab noch all meine Milchzähne und seht mich nur an! Gut, ich hab's kapiert. Lass uns gehen. Ich bin bereit, Doc. Tun Sie, was Sie tun müssen. So, das war's. Wirklich? Ja, wirklich. Oh. Ich leg dich unter mein Kopfkissen, damit du bald auf die Zahninsel kommst, mein süßer Junge.